Wer in dieser Aufnahme den Tschechen Martin Kocian sucht, der sucht vergeblich. Nur einen Tag vor dem dritten Ligaspiel der neuen AFL-Saison trennten sich die Projektspielberg Graz Giants von ihrem Headcoach, hier noch beim ersten Spiel der Saison am 28. März zu sehen. Somit endet für Martin Kocian die 2016 begonnene Laufbahn als Giants Headcoach. Interimistisch, die Leitung übernimmt vorerst das Duo, bestehend aus Nachwuchsleiter Daniel Schönert und Offense-Coordinator Brandon Gorsuch. Football Österreich war also gespannt, wie sich die Giants im ersten Spiel ohne ihren langjährigen Headcoach schlagen werden. Doch auch die Mödling Rangers vermeldeten wenige Tage vor dem Duell gegen die Giants einen Abgang. Ihr Import, der amerikanische Running Back Austin Michi, verließ die Niederösterreicher nach nur einem Spiel und begab sich zurück in sein Heimatland. Rangers Headcoach Josiah Carvalho muss also ab sofort auf jenen Mann verzichten, der im ersten Spiel gegen die Thatcher Vikings sage und schreibe 179 Offense Yards erzielte. Viel Brisantes also rund um das Spiel, das mit Kickoff Rangers startete und gleich einmal diesen Spielzug hervorbrachte. Giants Wide Receiver Darrell Adams mit einem sehr, sehr starken Return. Er kämpft sich bis zur 48 Yard Linie der Rangers vor. Ein sensationeller Start ins Spiel für die Giants. Die ließen es sich dann auch nicht nehmen, gleich im ersten Drive für Punkte zu sorgen. Kicker Wenzel Rock stellte mit diesem erfolgreichen Field Goal auf 3:0 zugunsten der Gäste. Die Rangers wollten dem natürlich etwas entgegensetzen, scheiterten aber. Sie entscheiden sich in dieser Szene den vierten Versuch auszuspielen. Quarterback Benjamin Breuer wird jedoch von Leo Tosold gestoppt. Die Rangers mussten den Ball also wieder hergeben. Kennt ihr noch Darrell Adams? Genau, der Wide Receiver, dem der starke Kickoff Return gelang. Abfahrt! Adams fängt diesen Pass von Quarterback Connor Miller. Erstmals im Spiel jubeln die Giants über einen Touchdown. Miller mit der Übersicht. Der flinke Adams läuft links am Seitenrand Maximilian Morawetz davon. 9:0. Und kurz darauf 10:0 dank des Extrapunkts durch Wenzel Rock. Der erste Touchdown war an diesem sonnigen Nachmittag in Mödling nicht die letzte starke Aktion des 25-jährigen Adams. Wann wohl die nächste folgt, fragt ihr euch. Wie wär's mit jetzt? Nicht einmal geblinzelt und da stand es bereits 16:0 für die Giants. Anders als den Rangers gelingt den Steirern der vierte Versuch. Wieder stimmt die Adams-Miller-Chemie. Der gebürtige Kalifornier war einfach on fire. Adams entwischt Rangers-Spieler Clemens Voigt. Wieder ein starker Pass von Miller. Abermals jubeln die Grazer über das 16:0 und kurz darauf dank des Extrapunktes von Wenzel Rock über das 17:0. Wieso wir euch die folgende Szene herzeigen, seht ihr gleich. Aber schaut zuerst einmal, wie millimetergenau Florian Bierbaumer diesen Punt bis genau vor die Rangers-Endzone kickt. Die Mödlinger fanden sich also in einer äußerst schwierigen Feldposition wieder. Und mussten prompt den nächsten Touchdown hinnehmen. Benjamin Breuer wirft den Ball, Leo Tosold fälscht ihn ab und Defensive Back Stefan Promitzer fängt ihn. Defensive Touchdown also für die Giants zum, nach dem Extrapunkt, 24:0. Wir sehen es hier nochmal. Tosold antizipiert gut, sieht, wo Breuer den Ball hinwerfen möchte. Promitzer fängt den Ball sicher, äußerst bitter für die Rangers. Ja, die Giants konnten mit ihrer ersten Halbzeit ohne Headcoach Martin Kocian auf alle Fälle zufrieden sein. Sie führten komfortabel und sicher mit 24:0. Doch auch die Rangers probierten es immer wieder, waren jedoch oft glücklos. Hier ein gelungener Spielzug aus dem dritten Quarter, Pass von Quarterback Breuer auf Nicholas Milgate, der läuft und läuft. Er läuft insgesamt 46 Yards. Solche Spielzüge hätten sich die Rangers viel mehr erwünscht. Immer wieder kamen die Mödlinger bis in die Red Zone der Gäste, doch mit einem Score wollte es einfach nicht klappen. Nächste Interception von Breuer, wieder ist Stefan Promitzer der Abnehmer des missglückten Passes. Promitzer überzeugte an diesem Nachmittag mit einer starken Leistung, gekrönt durch zwei Interceptions. Giants Interims-Headcoach Daniel Schönert konnte mit der Leistung seiner Mannschaft also absolut zufrieden sein. Der ehemalige Spieler der Grazer und übrigens damalige Nachfolger von nun Nationalteam-Headcoach Max Sommer als Nachwuchsleiter bei den Steirern und alle anderen im Mödlinger Stadion sahen daraufhin diese Szene. Felix Carri kommt beim Pass von Benjamin Breuer vor der Nummer 87 der Mödlinger, Bernhard Kaltenegger zum Ball und dann heißt's Lauf um dein Leben. Carri läuft und läuft und läuft. Für insgesamt 67 Yards, ehe ihn Nicholas Milgate stoppt.
Wir sehen es hier nochmal. Kari mit dem Catch und dann ist er einfach auf und davon. Den Schlusspunkt in diesem Spiel setzte Wide Receiver Florian Bierbaumer mit diesem herrlichen Touchdown zum 30 bzw. nach dem Extrapunkt 31:0. Die Freude war groß. Noch ein Touchdown gelang den Giants nach Pass von Connor Miller. Direkt vor der Kamera fängt Bierbaumer diesen Ball und lässt sich feiern. Besser hätte das Spiel aus Giants Sicht wohl nicht laufen können. Sie bezwingen die Mödling Rangers mit 31:0 und fahren damit in ihrem dritten Spiel der Saison den ersten Sieg ein. Für die Mödlinger hingegen endet auch das zweite Spiel mit einer Niederlage, doch schon am 8. Mai haben sie die nächste Gelegenheit auf den ersten Sieg, wenn es nach Tirol zu den Swaco Raiders Tirol geht. Den zweiten Sieg hintereinander hingegen könnten die Giants ebenfalls am 8. Mai im Heimspiel gegen die SsangYong Danube Dragons fixieren. Doch bevor diese beiden Spiele stattfinden, gibt es noch ein Nachtragsspiel. Am 1. Mai empfangen die Swaco Raiders Tirol die Prag Black Panthers. Ach ja, und bei all der Action darf der Spaß natürlich nicht zu kurz kommen. Na geh Leute, das könnt ihr besser, macht es noch einmal. Haha, geht doch.